Hi Leute, heute geht es um die Unternehmensziele. Und die Unternehmensziele können wir wie folgt unterteilen. Also, wir haben zum Beispiel wirtschaftliche oder ökonomische Ziele. Darüber hinaus haben wir auch Sachziele, ökologische Ziele und soziale Ziele. Und wir starten mal mit den wirtschaftlichen bzw. ökonomischen Zielen. Ja, ein Unternehmen hat natürlich Interesse daran, den Gewinn zu steigern, Gewinnmaximierung. Es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt durchaus auch Unternehmen, die wollen erstmal nur wachsen, 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 jetzt hier noch keinen Gewinn. Aber langfristig sollte ein Unternehmen schon Interesse haben, einen Gewinn zu erzielen. Steigerung der Produktivität oder Rentabilität, auch klar, ne? Das ist auch ein wirtschaftliches Ziel. Oder auch ausreichende Liquidität zu haben, also dass ein Unternehmen jederzeit liquide ist, das sind alles wirtschaftliche bzw. ökonomische Ziele. Ja, und was macht jetzt so ein Unternehmen? Also was sind die Sachziele? Ne? Ein Sachziel, man könnte jetzt auch noch sagen, wir können auch noch, manche Lehrbücher machen das, die unterscheiden zwischen Sachzielen und Formalzielen, das machen wir jetzt mal nicht. Ein Sachziel ist zum Beispiel die Produktion von Shisha-Tabak. Ja, das ist ein sachliches Ziel. Also ein Unternehmen produziert Shisha-Tabak, das ist das Sachziel, und möchte seinen Gewinn steigern, das ist das wirtschaftliche bzw. ökonomische Ziel. Ja? Oder auch ein fähiger Kundendienst oder ein Service, also Sachziele, um quasi die wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Viel wichtiger sind aber die ökologischen Ziele und die werden auch immer wichtiger. Ja? Also ökologische Ziele, zum Beispiel Recycling oder Abfallvermeidung oder Nutzung erneuerbarer Energie, Herr Gerold. Ja, also die solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ne? Also Sachziele ist klar, was macht das Unternehmen? Aber diese ganzen ökologischen, also diese umwelttechnischen Ziele, die werden immer wichtiger. Ne? Stichwort Klimawandel etc. Also das hier auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wird oft auch in der Prüfung nachgefragt. Ökologie, das ganze Thema Ergonomie, Ökologie, das solltet ihr auf jeden Fall am Schirm haben. Hier die ökologischen Ziele. Recycling, Abfallvermeidung, Nutzung erneuerbarer Energie, gibt bestimmt noch viele mehr, aber als Beispiele glaube ich ausreichend. So, und last but not least haben wir noch die sogenannten sozialen Ziele. Und da steckt schon in dem Wort drin, sozial, da geht es sowas um, ja, da geht es um die Mitarbeiter einfach nur, beziehungsweise um die Menschen. Also Ökologie ist ja Umwelt, wirtschaftliche Ökonomie haben wir ja auch schon. Jetzt geht es hier im sozialen Bereich um die Menschen und sowas wie gerechte Entlohnung. Ja, das ist ein soziales Ziel, was ein Unternehmen haben kann, dass die Mitarbeiter gerecht entlohnt werden. Oder auch ergonomische Arbeitsplätze. Haben wir eben schon angesprochen. Stichwort Ergonomie, auch ganz wichtiges Thema. Ja, als gerade in Pandemiezeiten, wir haben alle oder viele haben im Homeoffice gearbeitet. Haben die da auch ergonomische Arbeitsplätze? Haben die einen vernünftigen Stuhl, einen vernünftigen Bildschirm? Also, das ist auch ein Ziel, was ein Unternehmen haben kann, ein soziales Ziel, dass die Mitarbeiter quasi gesund sind, einen ergonomischen Arbeitsplatz haben. Ja, oder Alterssicherung durch Betriebsrente zum Beispiel, auch ein wichtiges Thema. Also ihr seht, das sind die sozialen Ziele. So, ihr seht also, ein Unternehmen kann mehrere Ziele haben, verschiedene Kategorien von Zielen. Und diese Ziele, ja, die können miteinander harmonieren, also Zielharmonie, die können aber auch miteinander, ja, nicht so gut zusammen einhergehen. Also wir haben hier einen Zielkonflikt und das schauen wir jetzt mal genauer an. Also zum einen Zielharmonie steckt ja auch schon im Wort drin, alles ist harmonisch, alles ist schön. Und zum anderen haben wir den sogenannten Zielkonflikt. Also da gibt es richtig Beef, da passt was nicht zusammen. Und wir machen das mal an einem Beispiel hier. Zum einen haben wir hier mal drei ja, Beispiele. Ich lese einfach mal vor. Die Bratan OAG will ihr Image verbessern und etwas für den Umweltschutz tun. Also da stecken ja zwei Dinge drin. Einmal das Image, das sie verbessern will, und quasi ja der Umweltschutz. Also das sind zwei Dinge, ne? Und jetzt stellt sich die Frage, ist das jetzt harmonisch oder passt das nicht zusammen oder was meint ihr? Ja, könnt ihr mal selber raten. Eigentlich, ne, ist die Antwort klar, ist offensichtlich. Also das ist natürlich eine Zielharmonie. Man spricht ja auch von komplementären Zielen. Die passen zusammen, ja klar. Also zum einen will man was für den Umweltschutz tun und gleichzeitig dadurch verbessert man ja auch das Image des Unternehmens. Also passt zusammen, Zielharmonie. Wir haben hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und man spricht hier auch von komplementären Zielen. So, Nummer zwei, die Habibi GmbH möchte neue Maschinen kaufen und weniger in Sachanlagen investieren. Also auch hier wieder zwei Dinge. Möchte neue Maschinen kaufen und weniger in Sachanlagen investieren. Passt das zusammen? Ja, ihr seht schon, passt nicht zusammen. Haben wir einen Konflikt. Also zum einen wollen sie Maschinen kaufen und zum anderen aber weniger investieren in Sachanlagen. Ja, das passt ja nicht. Das heißt, hier konkurrierende Ziele. Ne? Nummer drei, Erhöhung der Kundenzufriedenheit und Verbesserung des Lärmschutzes in der Produktion. Ja, also hier auch wieder zwei Dinge. Also Kundenzufriedenheit und Verbesserung des Lärmschutzes in der Produktion.
Was meint ihr? Harmonie oder Konflikt? Ja, habe ich euch mal wieder gekriegt. Ne? Das ist überhaupt nichts. Das ist Zielneutralität. Man spricht ja auch von indifferenten Zielen. Die haben nichts miteinander zu tun. Also was juckt es denn die Kunden, ob in der Produktion der Lärmschutz verbessert wurde? Ne? Das hat nichts miteinander zu tun und von daher spricht man hier von der sogenannten Zielneutralität. Ja, auch sowas kommt gerne mal in Prüfungen. Von daher, ja, ich glaube, es ist easy. Falls ihr da noch eine Frage zu habt, gerne in die Kommentare. Lasst doch ein Abo da, würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Ciao, ciao.